Und es ist schon wieder dieser eine Tag im Jahr, dieser eine Tag, an dem Wacken vorbei ist und an dem man endlich wieder duschen gehen kann. Ihr kennt ja die Sprüche. Wacken 2017. Krass, wie die Zeit vergeht. Das war mein 5. Wacken und es gab im Vorfeld des diesjährigen Wackens eine ganze Menge Kritik. Ich habe das jetzt auch schon unter meinen Videos, die ich ja Tag für Tag von diesem Festival gebracht habe, immer wieder gelesen. Kritik an den Preisen, die mit 220 Euro pro Ticket natürlich eine gewisse Hausmarke erreicht haben, eine gewisse magische Grenze überschritten haben. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch die Versprechen, dass man das Schlammproblem löst, den Komfort erhöht und im Endeffekt die Freude am Festival verbessern kann. Es ist wie jedes Jahr der Widerstreit zwischen Line-Up, Kosten, Kommerz, Nicht-Kommerz. Ihr wisst, das ist nicht mein erstes Video zum Wacken. Und es gab tatsächlich auch so ein paar Stimmen, die gemeint haben, naja, es war diesmal später ausverkauft. Das ist jetzt der Anfang vom Ende. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, ob das tatsächlich stimmt oder ob man doch wieder ein gutes Festival auf die Beine stellen konnte. Viel Spaß mit meiner Zusammenfassung und meinem Rückblick und dem Fazit und überhaupt. Euro für das Ticket, ist das okay? Na, hat ein bisschen abgeschreckt, aber jetzt, na, ich meine, wir befinden uns ja jetzt Samstagabend, Fazit kann jetzt schon gefasst werden, sage ich mal. Hat es sich denn gelohnt, die 220 Euro zu bezahlen? Auf jeden Fall, ja. Würdest du wiederkommen? Na, oh ja, immer. War das dein das erstes Mal? Das war mein erstes Mal, ja. Und ist alles super. Herrlich. 220 Euro für den Ticketpreis, was haltet ihr davon? Normalerweise 3 Tage Open Air in der Schweiz, kostet etwa eine Woche wie hier. Also diese Frage 220 Euro für dieses Festival beinhaltet natürlich auch die Frage, wie gut fandet ihr das Line-Up dieses Jahr? Also ich kannte jetzt persönlich nicht sehr, sehr viele Bands. Ich habe ein paar Sachen gesehen. Zum Beispiel von Manson war ich sehr enttäuscht. Alle lachen. Ja, mein Dialekt ist scheußlich, ich weiß. Es ist echt schlimm. Weißt du, ich werd auch immer für meinen Dialekt ausgelacht. Oh, da haben wir doch was gemeinsam. Das ist schön. Wie setzt sich denn so ein Ticket aus diesen 220 Euro da eigentlich zusammen? Was steckt denn da dahinter? Also Wacken ist ein bisschen speziell, aber wenn man grundsätzlich sagt, dann hast du natürlich irgendwo Bandproduktion. Ich sage jetzt mal in der Halle, 70% Bandproduktion. Outdoor ist, da dreht sich das alles, weil du natürlich erst die Venue aufbauen musst. Dann ist sicherlich ein Fußballstadion anders zu produzieren wie ein Kartoffelacker, also oder bei uns ein Kuhacker oder ein Flugplatz oder ein Messegelände. Also du hast unwahrscheinlich Infrastrukturkosten. Ich würde mal ganz vorsichtig sagen, 2/3, 1/3. Bei uns würde ich sogar sagen, 3/4 zu 1/4. Also leider Gottes, ist für die Musik und für die Produktion ein geringerer Satz veranschlagt als zum Beispiel bei einer Hallenshow. Auf der anderen Seite darfst du natürlich nicht vergessen, wenn du in die Stadthalle fährst oder dann nochmal Parkgebühren oder so, das ist ja bei uns alles inclusive. Wenn du jetzt argumentierst, gehst nach Hamburg zum Konzert und kommst aus Leipzig oder kommst aus München oder kommst aus Stuttgart, dann hast du vielleicht auch noch eine Übernachtung. Ist auch bei uns fast inclusive, wenn du dein eigenes Zelt mitbringst. Also das muss man ja auch immer mal sehen, was vergleiche ich mit wem und so. Und sicherlich wird der eine oder andere sagen, ein Haufen von dem Bullshit, den ihr aufbaut, wollte ich gar nicht. Ich wollte Amon Amarth sehen. Und ja, vielleicht kann man das im Pricing auch irgendwo anders abbilden, aber in Wacken haben wir uns entschieden, es gibt ein Ticket, das kann jeder kaufen und scheinbar finden das ja auch 75.000 Leute gut. Einer der spannendsten Headliner dieses Jahr war sicherlich Marilyn Manson und das vermutlich auch, weil er eben eine solche Skandalnudel ist. Also, wobei Skandal ist vielleicht sogar das falsche Wort, er überzeugt momentan eher durch extravagante Live-Performances. Wir wollen doch mal rausfinden, was die Zuschauer eigentlich von den Bands, die dieses Jahr gespielt haben, halten und welche ihre ganz besonderen Favoriten waren.
Also Manson, Manson, Stichwort. Ja, war schrecklich. Scheiße. War typisch ja. Manson. War 1:1 typisch Manson. War der da? Ich war da, ja. Wie lange? Nicht allzu lange, weil mir Manson nicht wirklich gefällt, aber ich wollte einfach da sein, damit ich ihn mal gesehen habe. Ich glaub, Manson kannst du eher als Kunstfigur ansehen, als wirklich als Musiker in diesem Bezug. Also ich glaube, auf CD voll okay, aber so live, keine Ahnung, das ist psychisch viel zu fest am Arsch. Also ich glaube, das geht nicht. Der dreht dann einfach durch, nach 10 Minuten das Mikrofon nicht richtig eingestellt, dann schlägt er die Bühne voneinander. Das ist halt Manson irgendwie. Aber ist voll okay. So als Musiker, geil, aber live ein bisschen schwer. Wem hättet ihr denn diesen Slot lieber gegeben? Savatage. Immer noch. Ich hätte ganz gerne Die Hard as Murder. Ach was, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich fände Rammstein mal wieder cool. Ganz einfach. Weil es geile Band, gute Laune. Ja. Gute Laune. Rammstein, gute Laune. 1:1 dasselbe, ne? Ja. Und du bist wegen Insomnium in Wacken oder was ist deine wichtigste Band hier gewesen? Die wichtigsten waren tatsächlich. Jetzt gleich Insomnium, Skymult, ey, das war, also Volbeat war schon geil, ne? Aber Skymult war für mich noch viel geiler. Und Grand Magus, irre. Und Emperor, hammergeil, unglaublich. Was war denn das, der beste Auftritt für dich, dieses Wacken? Dieses Wacken? Status Quo, eindeutig, muss ich sagen. Ich bin ein riesen Status Quo-Fan und das war recht geil. Wir sind ab Dienstagmittag da gewesen. Die Fahrt her dauert erwartungsgemäß länger, als das Google sagt. Also wir waren, glaube ich, 7 Stunden unterwegs insgesamt. Dann geht man nochmal einkaufen, dann fährt man ein bisschen langsamer. Ne? Dann muss man auch eine kleine Pinkelpause. Und schlussendlich ist man dann da. Man hat das Fahrtenkonzept dieses Jahr ein bisschen geändert. Und ironischerweise stand ich dieses Jahr zum allerersten Mal überhaupt im Stau. Danke. Das ist natürlich wieder so eine sehr persönliche Einschätzung. Ich habe von vielen gehört, dass es tatsächlich besser abgelaufen ist, dass weniger Stau existiert hat. Für mich persönlich kann ich das jetzt leider nicht sagen. Der Dienstag ist ja erstmal so dieses Ankommen, dieses auch psychisch auf die kommenden Tage einstellen. Und mir kommt es so vor, als ob von Jahr zu Jahr die Leute immer eher anreisen und immer mehr mitbringen. Das haben wir dann auch bei einem Camp entdeckt, das relativ nah bei uns in der Nähe aufgeschlagen wurde, denn die hatten nicht nur eine eigene Dusche konzipiert, sondern eigentlich ein ganzes Festzelt aufgebaut mit allem Pipapo. Den Mittwoch haben wir erstmal dafür verwendet, uns ein bisschen im Wackinger Village umzugucken, ein bisschen einkaufen zu gehen, die Wasteland Stage zu begutachten, die wunderschönen Feuershows da zu betrachten. Es gibt ja mittlerweile eine ganze Menge Attraktionen rund um die Musik. Und zugegebenermaßen, der Mittwoch war außer Annihilator jetzt musikalisch nicht ganz so interessant. Und Annihilator konnte man sich einfach nicht ansehen, weil die Kapazitäten im Zelt komplett überfüllt waren. Das muss man leider sagen an dieser Stelle. Das Konzept der Zelte wurde mittlerweile so ein bisschen weiterentwickelt. Man hat jetzt nicht nur dieses große Zelt mit der Headbanger und der Wet Stage. Nein, es gibt jetzt auch das Welcome to the Jungle. Und da gibt es, ja, landläufig gesagt, Catchen. Und auch solche spannenden Geschichten wie Metal-Yoga. Ich habe mir unter Metal-Yoga ein bisschen was anderes vorgestellt. Das sieht mehr aus wie so ein Power-Workout. Mich würde jetzt mal interessieren, was haltet ihr denn von Metal-Yoga? Ist das sinnvoll? Würdet ihr das auch machen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Der Donnerstag war dann ein schicksalsträchtiger Tag. Wir müssen zugeben, es ist wieder matschig geworden. Hat man denn jetzt eigentlich die Versprechen gehalten? Wie sah es denn jetzt eigentlich aus mit dieser Matsch-Situation? Matsch gehört zum Wacken langsam dazu, sonst fehlt auch was. Natürlich haben wir dann reagieren können, das ist auch vorgeplant, dass man andere Flächen belegt, in anderer Reihenfolge, andere Wege befährt. Ist doch immer tierisch hektisch, besonders wenn so viel auf Mal kommt. Das war es leider so.
Hier sehen wir zum Beispiel, dass die Hauptfahrwege mit Stahlplatten abgesichert sind. Und selbst im tiefsten Matsch haben die durchgehalten. Es haben sich an manchen Stellen relativ tiefe Pfützen gebildet, aber richtig versackt ist man da nicht. Sprich, die Autos sind durchgekommen. Wie war es bei euch so campen? Camp war perfekt. Also das ist sofort eingesogen. Also nicht trocken. Feuchtes Gras, aber nicht matschig oder so. Perfekt. Ich war ja mittlerweile schon eine ganze Menge unterwegs und ich habe sehr viele Bands schon live gesehen. Und wird von Mal zu Mal tatsächlich auch schwieriger, mich zu überraschen. Das Schöne an Wacken ist, hier sieht man immer wieder was Neues. Bands von allen Herrenländern, allen Ecken der Welt, die man so überhaupt niemals sehen würde in Deutschland, denen man eine Chance gibt mit der Wacken Foundation, mit dem Wacken Metal Battle. Riesigen Respekt für diese Aktion auf jeden Fall. Da schon mal eine riesige Möglichkeit, Exoten zu begegnen. Klar, man hat auf den Mainstages Bands, die man auch auf anderen Festivals sieht. Aber das, was, sagen wir mal, dieses Festivalerlebnis hier so wertvoll macht, das sind eben die unbekannten Bands. Der Metal Battle, 30 Nationen zusammenbringen aus der ganzen Welt, wo Leute sich austauschen können, wo eigentlich die Bands für Metal kämpfen. Darum geht es ja eigentlich. Also nicht gegeneinander, sondern zusammen für ein Ziel. Und darum, wir haben gestern eine Band, B-Side aus Indonesien. Ich meine, irre, ne? Wahnsinn. Also, dass man überhaupt die Chance hier hat, mit solchen Leuten in Kontakt zu kommen und zu wissen, was da überhaupt abgeht. Und mein Highlight dieses Jahr waren auf jeden Fall Speed Queen. Oh, also ganz ehrlich, da war auch der Ton im Zelt richtig, richtig gut. Bei Mayhem nicht so. Aber ich habe jetzt nicht so viele Bands im Zelt gesehen, dass ich mir diesmal eine Meinung bilden möchte. Sorry for that. Und mein schönstes Konzerterlebnis war dieses Jahr Emperor im Dunkeln. Das letzte Mal, als ich das gesehen habe, war es dummerweise irgendwo um 6, da war es noch nicht dunkel. Und Emperor, das muss dunkel sein, es muss düster sein, man muss da ganz in Ruhe stehen und einfach nur alles um sich ausblenden. Das war diesmal der Fall und ich habe es wirklich sehr genossen. Und was auch wieder erwartensgut war, ich war sehr skeptisch, war ein Accept. Großartige Show mit Orchester, ist glaube ich alles geil, sogar Accept. Kleiner Spaß am Rande. Was hast du zum Ton, jetzt weil wir gerade vom Zelt sprechen? Also im Zelt, so lala. Ich fand das nicht so besonders. Es gab ja dieses Jahr eine Bierpipeline. Habt ihr das mitbekommen? Ja, habt ihr damit Erfahrung gesammelt? Was haltet ihr denn von dem Projekt Bierpipeline? Ist es zu kalt? Es ist einfach Becks. Becks ist kein Bier. Projekt Bierpipeline. Ist das geglückt oder hat jemand was ausbuddeln wollen? Das weiß ich noch nicht, ob wir einer was ausbuddeln hat wollen. Also es ist natürlich ja mit Selbstschussanlagen und Titan gesichert. Aber was ich bis jetzt gehört habe, und ich bin auch mit den Kollegen von der Becks unterwegs gewesen, das scheint alles super funktioniert zu haben. Also wir werden ja im Nachhinein jetzt auch noch mal warten, bis die Fanstimmen da sind. War es kalt genug, war es zu warm, war es vielleicht zu kalt? Ja, weil es mit 2 Grad irgendwie, da muss man mal gucken. Ich habe auch ein paar Kumpels, die ich noch connecten wollte, da muss die Pipeline richtig gut funktioniert haben. Die waren so abgeschossen, da ging nichts mehr. Na, dann gib dir mal Mühe. Kein Druck. Weiter. Darf ich nach dem Vornamen fragen? Jan. Wie heißt du? Jan. Was denkst du, was du hast? Ich hoffe null, ich wollte ab los. Ja, sehr schön. Das wollte ich nicht wissen, ob ich nachher losfahren kann. Ist das denn geeicht und geprüft? Und wenn er jetzt in die Polizeikontrolle gerät, kann er das vorzeigen und die Schuld auf dich schieben? Also er kann es vorzeigen, die Geräte sind geeicht und er würde, wenn er jetzt nicht weiter trinkt, auch den gleichen Wert bei der Polizei pusten. Wenn er aber direkt davor einen Schluck Alkohol trinkt, ist der Wert automatisch halt wesentlich höher. Kann man das dann gerichtlich nachvollziehen? Nein. Das ist ja ungünstig. Kannst du bei der Polizei aber auch nicht, deswegen soll man generell dann auf dem Bluttest bestehen. Was war denn das Höchste, was du hattest? Hier 4,42. Oh, und wie sah das dann aus? Nicht gut. Kam der dann freiwillig oder wurde er von seinen Freunden? Der kam freiwillig. Stolz. Jo. Meine lieben Freunde, Wacken dieses Jahr war
wirklich wieder sehr spannend. Es gibt ganz viele neue Projekte. Dieses Moshtel finde ich sehr lustig. Ich finde es immer wieder spannend, neue Bands zu entdecken durch das Metal Battle, durch die Möglichkeit, dass ja auch mal kleine und jüngere Künstler auftreten können. Und das ganz Tolle an diesem Festival, wie ich es eigentlich auch immer sage, ist, man trifft Leute, man kommt zusammen, man hat Spaß zusammen, man hat echt unbeschwerte Zeiten zusammen. Und dadurch, dass diese Menschen aus allen Herren Ländern kommen, erfährt man auch so vieles von allen möglichen Kulturen dieser Erde. Das ist einfach toll. So, und jetzt, wie immer, meine Frage, wie hat es euch denn gefallen? Was haltet ihr von Wacken? Und was, denkt ihr, sollte man nächstes Jahr verbessern, verändern oder vielleicht genauso beibehalten? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin der dunkle Parabelritter und ich werde jetzt lange und ausgiebig schlafen und duschen oder duschen und schlafen, so rum. Bis dann, Tschüssikowski.